Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Planet Crafter. Hier ist wieder euer Krausi. F8 drücken für Feedback. Ja, gutes Spiel. So viel zum Thema Feedback. So, die Seen dauern ein wenig. Was wir zu wenig haben, ist meines Erachtens die Biomasse. Die haben wir zumindest zu wenig Pflanzen. Viel zu wenig Pflanzen. Ja. Mal schauen, ich weiß gar nicht, Iridium haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch einen Iridiumstab. Wir haben einen als Reserve hier drin. So, Titan ist noch da, Pflanzen sind noch da. Wie viel haben wir denn von denen? 2, 4, 6, 8, 9. Könnten noch 9 mal Gras bauen. Das mit allen geht noch nicht. Dünger haben wir noch keinen. Grassteuer, Magnesium, Aluminium. Wie viel Aluminium haben wir? Dreimal. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen, dass wir Aluminium bekommen. Sammeln natürlich die Flaschen erstmal ein. Aluminium wäre jetzt nicht so schlecht und mittlerweile entstehen hier ja auch kleine Teiche, sag ich mal. Es sind noch keine direkten Seen, aber man sieht da hinten, da fühlt sich ein Krater langsam. Oder wir fliegen hinten zu den, wir fliegen mal zu den Schiff, was da noch rumliegt. Und es gibt bestimmt noch ein Gebiet, das ich noch gar nicht eingesehen, es regnet, noch gar nicht gefunden habe, weil mir fehlt dieses Osidium oder wie das heißt. Oh. Das ist aber schon ein kleiner Teich hier, oder? So, da muss ich mal schauen. Ich vermute mal, das bekommt man vielleicht in irgendeiner Höhle oder so. Immer noch mal schauen, wie es hier aussieht. Das ist eine Kiste. Nehmen wir alles mit. Leider kein Aluminium drin. Oh, das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. So, was haben wir hier? Ein paar Metalle. Aber nichts Besonderes. Also kein Aluminium in dem Moment. Oh, ist eine richtig große Wolke hier. So, hier waren wir schon drin, ne? Ich glaube, hier hatten wir auch nichts mehr, was wir rausholen konnten. Ich meine, wir hätten hier alles, was geht, mitgenommen. Nochmal gegenchecken vielleicht. Ja, hier, er sagt zwar hier abbauen, aber nicht mit dem, was ich habe. Das funktioniert noch nicht. Das kommt dann wohl im späteren Verlauf noch. Oh. Ich hänge. Ja, im Prinzip ist hier nicht wirklich was, was wir noch holen können. Nö. So, Eisen haben wir. Ich würde Eisen und Silizium etwas mitnehmen. Da würde ich sagen, lasst uns doch mal ein bisschen schauen hier. Silizium und Titan brauche ich auch noch, sehe ich gerade. Komm, nehmen wir alles mit hier. So. Was sind da hinten? Das ist so eine Art Höhle. Da waren wir noch nicht. Vielleicht finde ich da ja etwas, was für uns neu ist. Ich habe auch bisher noch nicht gesehen, dass die... Das ist auch noch was. Waren wir das schon? Ich weiß gar nicht. Lasst erstmal hier drin gucken. Aha.
Weil hier leuchtet rot. Hier ist auf jeden Fall Iridium. Und ein bisschen Aluminium sehe ich hier. Aluminium ist gut, nehmen wir natürlich mit. Oh, hier ist sogar noch Eis. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt hier in der Höhle noch irgendwo Eis liegt. Da ist eine Kiste. Da haben wir hier Aluminium, Aluminium, Platine, Wasser. Und noch einiges an Iridium halt. Aber kein neues Material, ne? Was ist da oben? Was leuchtet da so? Das sieht so aus, als ob man da hier wie so eine Rampe hoch kann. Achso, das war nichts, was leuchtet. Das war nur hier. Okay, verstehe ich. Ja, wir machen trotzdem mal hier zur Sicherheit. Da habe ich auch wieder ein bisschen Platz hier. Ein bisschen Aluminium mitzunehmen. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Gras machen. Ich glaube, es hier noch irgendwo was an. Ach, guck mal, das ist weggeschmolzen hier, deswegen. Das ist wohl weggeschmolzen, oder? Oh, was ist das hier? Das ist gefährlich, wenn ich hier reingehe. Nee, nicht wirklich. Okay. Ich habe hier noch einige Gebiete überhaupt nicht entdeckt oder überhaupt nicht mitgearbeitet. Mir fehlt... Schwefel können wir mal mitnehmen. Das sind Schwefelfelder. Mir fehlen noch diverse Metalle. Sonst komme ich nicht weiter. Vielleicht sollten wir erstmal versuchen, diese zu finden. Titan, wir nehmen ein bisschen Schwefel mit. Ich weiß nicht mehr, wofür ich es brauche. Aber wir haben noch keinen Schwefel. Inventar voll. Ja, dann erstmal das Ding hier. Aber Schwefel ist bisher noch nicht möglich bei uns vorhanden. Gut, da hinten ist anscheinend die Map zu Ende. Anscheinend ist sie da zu Ende. Machen wir mal einen Rundflug. Da ist eine Kiste. Den brauchen wir auch, ne? Ja, was lassen wir dafür da? Das Eis lassen wir da. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Rest, den lassen wir auch erstmal relativ uninteressant. Also Schwefelfelder. Habe ich noch genug Titan mit? Ich habe ein Titan mit. Sollte aber, glaube ich, noch eins mitnehmen, ne? Ach komm. Ich weiß wirklich, ich brauche das Titan hier. Wegen Sauerstoff. Weil ich glaube, dass wir hier noch nicht waren. Hier zumindest ist keine. Station von mir hier. Ich sag mal ganz schnell hier. Na? Jetzt haben wir gleich ein Sauerstoffproblem. So. Wunderbar. Einmal schnell rein. Einmal Luft holen. Vielleicht noch ein Wässerchen trinken. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Da waren wir noch nicht dran. Können wir später tauschen? Pass mal. Die Pilze, ich weiß nicht, wie wichtig diese Pilze sind.
Nehmen Sie mal mit. Okay. Mal hier oben noch irgendwo rein. Ach, da vielleicht. Da irgendwie. Ah, komm schon. Ein Fenster, die zu sind. Okay. Dann müsste doch noch irgendwo anderes ein Eingang sein, oder? Da müssten wir doch noch irgendwo reinkommen. Da liegt auch noch ein Schiff. Das ist wieder Richtung Heimat. Nee, hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Da hatte ich auch schon einiges rausgeholt. Ein paar Kisten, die ja noch rumstehen. Sogar noch mit Eis drin. Dann ist es schon relativ lange her, dass wir hier waren. Die Frage ist, finden wir irgendwo anders noch was an Material. Hier ist eine Wüste. Mhm. Das ist eine Kiste. Da ist noch Uran drin. Aber uns fehlt noch eine Metallart, die wir noch nicht gefunden haben. Und die Frage ist, wo ist sie? So, das werden wir jetzt mal suchen. Und sobald ich was Neues Interessantes gefunden habe, sehen wir uns wieder. Ich würde sagen, bis gleich. So, meine Freunde, wir sind gar nicht weit weg von der Basis. Und das war mal hier alles zu. So, was finden wir denn hier? Auch Schwefel. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier irgendwas anderes drin finde, aber in dieser Höhle... So, Obsidium, da ist es. Das brauchen wir. Und Dünger. Sehr schön. Das scheint die richtige Höhle erstmal zu sein für uns. Ja. Genau, wir kommen weiter. Das ist... Sieht fast aus wie Kobalt. Aber das ist das Zeug, was wir brauchen. Ich sollte nur gucken, dass ich mich vielleicht jetzt gleich nicht so verlaufe. Wegen Sauerstoff und Co. Wenn ich mich nicht schon verlaufen habe. Aber wir sammeln ein bisschen ein und dann gehen wir schnell wieder raus. Also für dieses Obsidium müssen wir in die Höhlen rein. Um doch das Material zu finden. Und da hinten bin ich gekommen. Sehr nice. Das hilft immens weiter. Weil dann können wir auch die nächsten Steps wieder bauen. So, erstmal hier rein. So, jetzt lass uns mal gucken. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 6, 7... Können wir jetzt? Doch, jetzt können wir doch, ne? Wir brauchen Superlegierungen. Dreimal Superlegierungen, dann können wir die Biologie und das Biologie- und Chemielabor bauen. Das ist gut, das machen wir doch so. Superlegierungen. Ja. Und wir haben einmal Dünger. Okay, das, lass uns hier mal ein bisschen das sortieren, soweit es geht. Das ist jetzt Dünger. Habe ich noch Eisen? Gerade zur Hand. Ich werde mal ein bisschen Eisen holen. Nur 3 Kisten. Da reichen mir erstmal ganz kurz Kisten, bis wir da wieder was Besseres bauen. So, dann kommt hier Obsidium rein. Und hier Bioklumpen. Bio.
und Ossidium. So hieß es, glaube ich. So, wir brauchen Titan haben wir. 1, 2, 3, 4. Lass uns viermal das Ganze machen. Viermal dieses super Element. 1, 2, 3. So. Dann haben wir auch ein bisschen was. Also, wir brauchen noch dreimal Magnesium. Dreimal Magnesium, da habe ich jetzt Dünger reingeschrieben. Da ist natürlich auch Schwefel drin. Dreimal Magnesium brauchen wir noch. Und das kriegen wir ja relativ schnell. Magnesium sollte doch nicht das große Problem sein, oder? Jetzt mal schauen, ob wir hier vorne... Ne, über den Berg, wo muss was? Magnesium. Da ist auf jeden Fall was. Definitiv. Und dann kommen wir wieder ein ganzes Stück weiter, was schon mal ganz cool ist. Wir sind voll, oder was? Wir sind voll. So. Heißt, wir bauen einmal Biologie und Chemie. Das kriegen wir jetzt super schnell noch hin. Wir sollten immer mal in diese Höhlen reinschauen. Ich weiß ja nicht, ob das danach spawnt. So, Superlegierungen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche gehabt hätte, davon abgesehen. Bestimmt. Bei wichtig, ja, hätten wir noch mal gehabt. Ist egal. Ist egal. So, was brauchen wir denn jetzt? Einmal Aluminium und zweimal dieses Ossidium. Das ist so wieder ein Gebäude für draußen, ne? Würde ich quasi hier so hinsetzen vielleicht. Hier so in die Ecke. Geht das? Ja, und schon haben wir keinen Strom. Macht nichts. Ich möchte aber trotzdem mal kurz reinschauen. Haben wir keine Tür? Muss ich hier noch eine Tür setzen? Mal gleich mal schauen. Erstmal kümmern wir uns um Strom. Wir brauchen einmal... Uran. So, den haben wir da. Lass uns direkt nochmal einen Uran-Stick machen. Ich will ja immer einen auf Vorrat haben, wobei eigentlich relativ ist bei Uran. Kraftwerk. Wo bist du? Wir brauchen noch zwei Superlegierungen. Die haben wir auch. Und einmal Wasser. Das kriegen wir hin. Zwei Superlegierungen. Einmal Wasser. Das Ganze passt wunderbar hier hin. So, was macht denn dieses Gebäude? Ich weiß es noch nicht. Mal richtig Regen hier runter. Sehr schön. Titan und Silizium. Habe ich noch ein Silizium? Für eine Tür, ne? Korrekt? Korrekt. Weiß nicht, ob ich da eine Tür reinmachen kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, können wir. So, das können wir. Und was können wir jetzt hier machen? Aha. Herstellung.
Ja, das ist gut. Algen haben wir nicht. Pilze. Okay, das können wir machen, brauchen wir nicht. Algen. Algen. Brauchen Kürbisse. Schwarzpulver. Kriegen wir hin. Wir könnten Schwarzpulver machen. Und das Schwarzpulver war für besseren Strom geeignet, ne? Das war das Thema. Algengenerator. Aubergine haben wir. Wasser, Superlegierung und einen Bioklumpen. Machen wir erstmal den Algengenerator, oder? Dann machen wir noch schnell den Algengenerator. Diesen Bioklumpen. Dann Wasser haben wir, glaube ich, gesagt, ne? Und eine Superlegierung, die wir noch haben. Die eine haben wir noch. Muss auf Wasser positioniert werden. Das nächste Wasser, was wir haben, war hier quer über dem Berg quasi. Mal schauen, ob hier noch irgendwo anders Höhlen sind, die ich noch nicht gesehen habe. Ist ja durchaus möglich. Da hinten ist eigentlich die größte Wasserfläche, die ich jetzt erstmal auf Anhieb habe. Entweder da oder da. In einem Krater ist, glaube ich, eine Versuchungsstation. Da vorne die Station. Die könnte über Wasser bleiben, wenn ich das so sehe. Deswegen würde ich die Algen quasi da vorne hinsetzen. Und hoffen, dass es da ganz gut passt. Das könnte eng werden mit über Wasser bleiben. Ich glaube, die bauen wir ab und bauen wir ein bisschen rüber dann. Das ging auf jeden Fall. Ist da noch irgendwas drin? Nein. Oh, die legen wir. Ich weiß nicht, wie hoch das Wasser hier steigt. Würde sie jetzt erstmal hier hinbauen, oder? Da ist schon okay. Mal gucken, wo sie hier Trick hat. Ja, da müssten wir eigentlich noch einmal so eine Konstruktion drunter bauen, oder? Sieht sonst irgendwie doof aus. Ich weiß nicht. Egal. Fehlt mir natürlich das eine Eisen, was ich hier verballert habe. Ja, danke. Dann muss es erstmal so. Okay. So. Algenproduktion. Algenproduktion läuft. Und wir sehen auch direkt hier was. Kann ich die Algen denn irgendwie hier rausholen? Das ist eine gute Frage. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, euer Kausi. Ciao, ciao.